Gehen wir's los. Gehen wir's an. Leider regnet's. Ja, das hat noch nicht hin. Leider regnet's. Aber wir posten nochmal alles mit. Kamera. Halt. Check, ob die Dose noch da ist. Und Motivcheck. Wenn der Regen nicht wäre. Nein, es ist immer noch Sprühregen. Ja. Ich schaue mir es nur an wegen morgen. Stabilisierter Handysensor. Schauen wir mal, wie das wird. Mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs um kurz nach 6:30. Viele wollen nach Hause vom langen Pfingstwochenende und vor allem viele auch vom Wolfgangsee Richtung Salzburg, Michi. Viele sind auf der B158 der Wolfgangseestraße unterwegs, aber bei Hof, da gibt es eine Baustellenampel und da warten sie 20 Minuten Richtung Salzburg. Mehr als eine Stunde ihre Wartezeit vor dem Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg wegen der Kontrollen Richtung Deutschland. Bis zu 15 Minuten warten sie in Vorarlberg vor der Grenze bei Lustenau Richtung Schweiz. Niederösterreich B210 Badener Straße zwischen Baden und Sattelbach. Die Sperre im Helenental, die ist jetzt aufgehoben, die Unfallstelle geräumt. So. Vielleicht haben wir noch Glück mit meiner Kamera. Aber jetzt muss ich mal kurz ausschalten, weil ich brauche den Fotoapparat. Jetzt hat es tatsächlich aufgehört. Ja, ich glaube, bis ich unten bin, wird sich das ausgehen.
jetzt geht's. Man möchte es kaum glauben, zu die Pferdchen. Okay, gehen wir's an. Sieht man das? Jetzt bin ich da bei den Pferdeln. Keines von den beiden gehört mir. Aber ich habe mir gedacht, wenn der Boris schon bei den Pferdeln aufnimmt, dann kann ich das auch. Mit dabei die Praktika. Mit den tollen Weitwinkeln, 29 und 30. Das gehe ich jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Na, no, bist du ein braves Pferd. Und das, wo ich normalerweise nicht mit Katzen zu tun habe. Alles klar? Joy heißt sie. Ob die ein Stück Brot mögt? Oh, schaut nicht so aus. So, auf nach Hause. Tja, und dann werde ich sehen, wo der Fehler gelegen ist. Weil mit meiner Praktika habe ich jetzt 41 Fotos aufgenommen. Ich glaube, dass zum Schluss die Zähne die Löcher ausgerissen haben. Aber ja, eine Woche Geduld. Los geht's.